Rivalisier dich hoch. Ja, nimm den da und dann rivalisierst du dich direkt nochmal. Weil die können auch hochkommen, diese Viecher. Die Hexen. Können sie wirklich sich teleportieren? So, jetzt sollten wir es doch geschafft haben. Geh ran an die Mauer. So. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das ist ein leichtes Spiel mit Revali. Ohne Revali hätten wir uns jetzt nämlich da durchkämpfen müssen gegen die starken Gegner. Ich meine, unser Charakter ist mittlerweile gut ausgerüstet, aber das wäre schon auch noch eine Herausforderung geworden, denke ich. Mhm. Weil da waren viele starke Hexen und viele starke Hexalfosse. Also. Das sind nicht die stärkste Art von Hexalfoss. Du meinst, das ist nicht die stärkste Art von Hexalfossen? Mhm. Gibt es noch stärkere? Mhm. Okay. Wir müssen auf jeden Fall noch viele weitere von diesen Türmen machen. Ein paar fehlen uns noch. Ich weiß jetzt nicht genau, welche uns noch fehlen. Können wir gleich mal auf der Karte gucken. Ja, ja, ja. Und mal schön die Karte übertragen in das Steinchen. In den Chica-Stein. In das Chica-Steinchen. In das iPad. In den Chica-Stein. Ist kein iPad. Doch ein Tor fehlt uns, glaube ich. Nee, doch. Nur einer, meinst du? Nee, doch, doch. Haben wir uns schon so weit vorgearbeitet, dass uns nur noch einer fehlt? Weil, ich gucke mal auf der Karte. Ja. Die zwei. Zwei, okay. Wollen wir jetzt trotzdem erst den Monsterhändler machen? Oder willst du erst den nächsten Turm machen? Erst Monster. Gut. Monster. Was hat's denn da oben? Guck mal, warte mal, das interessiert mich auch. Was hat's mit diesem Labyrinth da auf sich? Steht da? Da steht gar nichts, da steht nur markieren. Das ist es ja. Also, liebe Zuschauer, das ist nämlich wieder eine wunderbare Frage an unsere Zuschauer. Und ein Wächter drin und echter Thronen. Was hat es mit diesem Labyrinth auf sich? Schreibt es uns in die Kommentare. Vielleicht schauen wir uns das in einem der nächsten Folgen an. Dann bin wirklich ein Wächter drin und echter Thronen. Na gut. Und was kriegen wir als Preis, wenn wir das schaffen? Das weiß ich nicht. Na gut, also warten wir mal ab. Kommen wir da überhaupt hin? Ja, wahrscheinlich schon. Dann geht's erstmal zum Wächterhändler. Wächterhändler. Ach, nicht Wächterhändler, du weißt schon. Monsterhändler! Ja, genau, Monsterhändler. Aber wenn du dich jetzt gerade schon zum Akala-Institut teleportierst, wollen wir nochmal bei der Cherry vorbeischauen und gucken, ob wir uns irgendwas Nettes kaufen können? Antike Rüstung oder so? Die Antike Rüstung können wir uns auf jeden Fall nicht kaufen. Wieso denn nicht? Das weiß ich. Das weißt du gar nicht? Doch. Warum denn? Weil ich weiß. Woher? Was ist denn mit der? Das braucht man viel zu viel einziges Material. Das könnte, so viel haben wir gar nicht. Ach so. Aber wir haben noch fleißig gesammelt jetzt im Spiel. Geh mal gucken, was wir uns leisten können. Keine antike Rüstung auf jeden Fall. Vielleicht ein antikes Schild? Nee, am besten einen antiken Buch. Hey, come on. Bitte Materialien und Rubine eingeben. Oh, wir haben ja auch keine Rubine. Oh, antikes Großschwert, auch nicht schlecht. Wobei, das hat für mich alles schon einen Reiz verloren, nachdem wir... guck mal, wir könnten es sogar, wenn wir jetzt 1000 Rubine hätten, können wir uns das sogar leisten. Aber ich meine, wozu? Wir haben das Masterschwert. Gut, wir können vielleicht nicht immer das Masterschwert nehmen. Antiker Helm, der ist ja auch cool. Guck mal, antiker Helm. 2000. Uns fehlen ein paar Zahnräder. Und für die Rüstung, was brauchen wir da? 20 Zahnräder. Die Frage ist nur, ob wir da jetzt sparen sollten. Weil, wie viel kostet die nochmal, die antike Rüstung? 2000. Nee, da drüber. Auch 2000. Ja, doch, da. Nee. Alles da. Kostet 2000. Ach, ja, alles 2000, genau. Weil wir brauchen nur 20... nur 20 Zahnräder. aber guck mal, antike Reaktorkern, einer fehlt uns noch. Da müssen wir in den Schrein nochmal gucken. Okay, dann geht's mal. Und wir brauchen noch antike Zahnräder. Aber wir können da noch einen antiken Pfeil holen. Ja, aber ich weiß nicht mehr. Ja, können wir machen. Ja, können wir gut gebrauchen für Wächter. Okay. Gut. Ja. Antikes Schwert. Brauchen wir das denn? Da können wir uns sogar, könnten wir uns sogar holen. Boah, 40. Das ist ganz schön stark. Aber gehen diese antiken Sachen auch irgendwann kaputt? Weiß ich nicht. Glaub schon. Dann, weiß ich nicht. Obwohl so sicher... Also bitte, liebe Zuschauer, schreibt uns mal, ob diese Sachen auch kaputt gehen.
Ich glaube nicht so schnell. Ja, kann schon sein. Also gucken wir mal, ob wir den Monster-Dingsbums jetzt finden hier. Den Monsterhändler. Markieren. Wen willst du markieren? Den Monster. Hier, in dem See ist er. Oh, weißt du, dass der da ist? Da hast du ihn gefunden, ne? Mhm. Was ist das hier? Volle. Warte mal kurz. Guck mal. Voll der Wächterhaufen. Ja, voll der Wächterhaufen. Hier hat der Dingens, der Professor gut, die Wächter besiegt. Wächterschrott produziert. Hey, warte mal. Vielleicht liegen da noch antike Sachen rum. Antike Schraube, guck, ich wusste es doch. Vielleicht liegt hier noch mehr rum. Da noch eine antike Schraube. Ich habe ganz viele antike Schrauben, aber die musste ich verkaufen. Ich hatte ein paar antike Schrauben verkauft, damit ich mir einen antiken Bogen holen kann. Ja? Den habe ich schon. Guck mal, hier gibt's voll viele antike Sachen. Und das Akala, Trubelo, hat ein Wächter hochgehoben. Ja, stimmt, das haben wir in dem Video auch gesehen, ne? Ja. Tschüss. Oh, ich habe den wieder auf den drauf fallen lassen. Ein Geschenk. Wir haben ihm ein Geschenk gemacht, einen Stein haben wir ihm geschenkt. Vielleicht gibt's hier oben noch mehr. Da, guck mal. Boah, hier geht's voll ab. Voll viele antike Sachen. Jetzt müsste hier nur noch so ein Reaktorkern rumliegen. Aber ich fürchte, ein Reaktorkern liegt hier nicht rum. War das jetzt alles? Mann. Ein antiker Haufen. Das ist ein antiker. Da wurden Wächter gestapelt. Warte mal. Der Bogen geht bald kaputt. Keine ruhige Hand. Oh, der Bogen ist zerbrochen. Bisschen wild noch. So, und da ist dieses Labyrinth. Mit Wächterthrone und Wächtern. Ich will den Thronen. Ja, ist ja gut. Ich will da jetzt auch gar nicht hin. Ich will ja auch erstmal abwarten, was unsere Zuschauer sagen. Ach, die Geld. Na, ja, schlimm scheinbar. Ja, ich wechsle den weg. Brauchen wir die Markierung gar nicht mehr? Ich will auch nach dem Schrein richten. Ach so, der ist da genau in der Mitte. Verstehe. Genau da am Brand beim Schreien. Jetzt hast du das arme Wildschwein aber noch erschreckt. Hm. Egal. Das hier war auch eine ganz schöne Odyssee mit dieser blauen Flamme. Hm. Und ich gehe hoch. Auf den Berg. Hoch. Wir hatten da doch am Anfang voll das Gewitter, als wir die blaue Flamme holen sollten. Ne? Da ist die blaue Flamme immer ausgegangen am Anfang. Ging gar nicht. Da mussten wir warten, ne? Irgendwie so war das doch. Komm, wir auf den Kopf. Aber dann auf den guten alten Totenkopf. Auf den vollen Totenkopf. Und den guten alten vollen Totenkopf. Erschreckt das arme Monster da unten nicht. Den Moblin. Der kriegt doch einen Schreck fürs Leben. Der ist doch böse. Und? Der kann sich auch erschrecken. Ja, aber soll er ja auch, wenn er böse ist. Das ist einfach nur noch Schein halt. Dann komme ich zum Händler und dann gehe hier, guck mal, das ist wieder diese schöne Weite. Das ist das, was ich so mag. War irgendeiner von euch übrigens schon mal auf Hiddensee? Hiddensee ist auch eine total schöne Insel, wo man auch total die Natur genießen kann. Wo es auch keine Autos gibt und wo es eben auch diese Weite gibt. Nur da ist alles flach, da ist nicht so bergig wie hier. Aber da ist es auch total toll, die Natur zu genießen. So, und vor allem diese Weite zu genießen. Hat mich nur gerade daran erinnert. Wo ist er jetzt? Da. Hin da. Hin. Wir müssen hin. Ja, ich bin schon wieder außer Atem. Ja, mäh mal den Rasen. Hast du aber lange zu tun hier. Ich muss Rasen mähen. Der Rasen muss gemäht werden. Ist aber auch lang hier. Ja. Okay. Ich glaube, das reicht sonst. So, dauert die Folge 24 Stunden, weil du den Rasen mähst hier. Oh, ein schöner Löwenzahn hier. Nee, Blumen. Hallo, Füchslein. Wo ist er hin? Hm. Gerade verschwunden.
Aller Todesberg ist doch eine schöne Aussicht. Ja. Schnell. Ich nenne mich schon schreien. Okay. Wir rivalisieren. Ja, wir rivalisieren uns dahin. Das finde ich gut. Wie ein Krog. Wo ist ein Krog? Ich sehe überhaupt keinen Krog. Da unten. Woher soll man das denn wissen, dass da ein Krog drunter ist? Woher wusstest du das? Weil ich wusste. Geht nicht. Ja, okay, ich meine, diese Platte ist vielleicht schon ein bisschen auffällig, aber trotzdem. Krug. Und wer hat jetzt die Platte abbekommen unten? Ich. Nee, der Boden. Hui, du hast mich entdeckt. Also 1000 Mal gehört. Wird es. Von 3000 Mal. Das stimmt. Wir rivalisieren uns auf dem Schrein. Ja, wir rivalisieren uns auch. Auf dem Käse. Ich glaube, das wird nicht reichen. Das sieht aus wie Käse, stimmt. Ein Käseturm. Käse. Hast du dich da auch schon hin rivalisiert? Ich habe mich in so ein Loch rivalisiert. Ah, sehr praktisch, dass man sich in diesen Käselöchern aufladen kann. Käse. Ich hasse Käse. Nur tust du gar nicht. Nein. Ich mag nur Trümmelkäse. Krümelkäse? Dein Käse, der so trümmelt. Du meinst so Streichkäse? Der so trümmelt. Was heißt denn Krümelkäse? Der Käse, der so trümmelt. Ich weiß, du magst keinen Scheibenkäse. Hm? Krümelkäse. Das ist der Käse, der trümmelt. Das wird aber jetzt ein bisschen eng. Dem letzten Rest. Also wir müssen uns echt gut überlegen, ob wir... Machen wir den Schrein eigentlich jetzt? Nur aktivieren. Ja, stimmt, nur aktivieren. Wir haben noch ein paar Schreine, die damit wir machen können. Damit wir unsere Mutter direkt teleportieren können. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass wir uns Ausdauer holen sollten, weil Ausdauer können wir auch über Essen und so kriegen. Herzen aber nicht. Und wenn wir gegen Ganon kämpfen, brauchen wir viele, viele Herzen, oder? Aber wir können uns extra Essen aus Ausdauer holen. Nicht aus errichten. Ja. Und unsere Ausdauer ist auch nur aus errichten. So kann wir gerichten. Nicht diese aus. Der Gerichtsausdauer ist auch nur extra Ausdauer. Aber der Unterschied ist, die Herzen, die man sich holt, die bleiben. Die extra Herzen, die man sich per Gericht holt, nicht. Aber weiter hier Stück für Stück runter. Runter. Was denn? Ah, gut. Wir können einfach bis abends warten hier unten. Wir haben ja unsere ganzen Monstersachen verkauft. Machen wir in Zukunft vielleicht nicht mehr. Oh, was ist das denn hier? Schöne Blumen im Wasser. Machst du jetzt ein Lagerfeuer? Hm? Da kann man doch nachts treffen. Ja, okay. Ich komme auch einfach mal auf die Idee, an irgendeinem See mal ein Feuerchen zu machen und bis abends zu warten. Toll. Direkt wieder im Gewitter. Da, guck, da ist er. Hier hast du ihn. Eieieiei. Schnell zu ihm hin. Ich wollte kurz ausruhen. Ich will kurz gucken. Ach, super. Wir hatten noch die Handy. Da, la, 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 la. Guck, da ist der Marcel. Guck, siehst du ihn? Siehst du ihn? Was machst du denn, wenn jetzt der Blitz einschlägt im Wasser, im Gewitter? Dann haben wir ein Problem. Hui, außerdem war deine Ausdauer schon wieder... total weg, das hättest du eh nicht geschafft. Guck das da. Ja, ach, du musst eh darüber, ich verstehe. Ich dachte, der wäre irgendwo am anderen Ufer, aber nein. Also ich finde, er hat sich jetzt nicht gerade ein lauschiges Plätzchen ausgesucht für sein Geschäft. Nee, der ist auch nicht vorbereitet. Noch nicht. Also ich meine, viel abgelegener kann man auch nicht sein, ne? Irgendwo mitten auf einer einsamen Insel, irgendwo an einem See, den kein Mensch besucht. Also da macht man kein gutes Geschäft, glaube ich. Nee,
Nee, der ist da eigentlich auch nicht. Dein Laden wird noch vorbereitet. Ach, nur so ein Hylianer. Hä? Ich? Wer ich bin? Ich sollte mich wohl vorstellen, was? Ich bin Kilton. Sag bloß, du hast Gerüchte über meinen Monsterladen gehört und bist deshalb hierher gekommen. Monsterladen? Ha, tut mir leid, im Moment bereite ich den Monsterladen gerade noch auf die Eröffnung vor. Ach, wo sind nur meine Manieren? Hier, meine Karte. Jetzt hier drei Fragezeichen. Justus Jonas. Cool. Kaufe Monstermaterialien zum guten Preis. Monsterladen Kilton. So, dann gib mir die Karte doch bitte zurück. Was bist du denn für einer? Kann man die Karte nicht behalten? Aber sag mal, magst du Monster? Naja, also, mach mal, ich hasse sie. Nee, ich mag sie. Tust du gar nicht. Wir sagen es ihm. Aber damit du Höflichkeit. Das Höflichkeit sagen wir. Ja, mach mal, wie du denkst. Ich hasse sie. Das kann ich nachfühlen. Tut weh, wenn man eins verpasst bekommt, nicht? Dann war es wohl doch kein Schicksal, dass wir uns getroffen haben. Ist jetzt beleidigt oder was? Oh, du bist es nur. Du hast mich erschreckt. Jetzt drehst du dich auch um, wir waren doch schon da. Ich nehme an, du magst Monster nicht besonders gerne. Ja, doch. Also, wir mögen sie. Hoho! Und wie sehr magst du sie? So mittel. Du kannst ruhig machen, sogar sehr. Anscheinend scheint er ja drauf zu stehen. Nee, so mittel. Okay, das ist das dritte. Naja, so mittel. Also, ich liebe Monster! Ja, ist ja gut. Du brauchst dich nicht direkt zu aufregen. Ach, tut mir leid. Da ist es wohl wieder mit mir durchgegangen. Also, es ist so, ich liebe es, Monster zu studieren. Deswegen habe ich mir den Monsterladen einfallen lassen. Ich überlege gerade, in welchem Dorf ich meine monströsen Forschung fortsetzen sollte. In Kakariko oder Hateno vielleicht? Im Dorf der Orni? Oder möglicherweise im Dorf der Soras? Etwas weiter weg kämen ja auch Gerudo-Stadt oder Angelstädt in Betracht. Wo ist denn Angelstädt? Weiß ich nicht. Oder ich bleibe hier in der Nähe am Akkala-See, da könnte ich schneller weiterforschen. Wenn ich nur daran denke, werde ich schon ganz aufgeregt. Dann auf zu einer Monster-Studienreise. Wir sehen uns sicher mal wieder nachts bei einem Dorf. Wie, machst du jetzt schon wieder zu? Nee, er geht an seinen Ort. Ist er jetzt weg? Einfach abgereist? Vor unseren Augen? Dann wohin? Ja, abgerollt ist noch ein Tedo. Na gut, pass auf, da gehen wir jetzt nicht hin. Doch, gehen wir hin. Du willst jetzt dahin? Na gut, dann gehen wir dahin. Ist okay. Das muss er lassen. Wir gehen dahin. Wenn wir genug Monster besiegen, dann bekommen wir ganz viel Material. Dann können wir das Money holen. Von Money hat er noch gar nicht geredet. Was für Money? Das erfahren wir dann, wenn wir jetzt mit ihm reden. Okay. Und? Aber was verkaufen wir denn dann jetzt? Also ich meine... Na, Monster-Sachen. Ja, wir haben ja keine. Doch. Ein paar. Na gut. Guck, ein paar. Alles klar, gut. Ein paar. Wo ist er? Wo ist er denn? Armes Hateno. Ich such grad. Steht da ein Sora? Ich dachte, ach nee, da ist nur ein Floß. Ich dachte schon. Meine Augen sind so schlecht. Es ist doch so dunkel hier.
Aus Kakariko dürfen wir nicht vergessen, die Karotte mitzunehmen, wenn wir das nächste Mal da sind. Herrlich, so ein Gleitflug. Ein Dino oder irgendwie. Ich würde so ein Dino ist. Was aber ich weiß nicht mehr genau. Einfach mal das Fluss. Ab über den Fluss. Liebe Zuschauer, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause. Wir machen uns auf die Suche nach dem Kilton, der hier irgendwo in der Nähe sein muss. Wir werden ihn schon finden und wir sagen euch dann in der nächsten Folge, wo er ist. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.